Es ist das Ende einer mehrere Tage andauernden Flucht. Mit gezückten Waffen rennen Polizeibeamte über ein Baumwollfeld im US-Bundesstaat Arizona. Sie verfolgen David Harmon und John Sharpio, zwei Insassen des Staatsgefängnisses in Florence, Arizona. Get on the ground, now! Die beiden Männer waren am Samstag in den Werkzeugschuppen des Gefängnisses eingebrochen und hatten mit Hilfe der dort herumliegenden Werkzeuge einen Zaun durchschnitten. Seitdem waren sie auf der Flucht. 800 Häuser in der Umgebung wurden von der Polizei durchsucht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Doch erst am Donnerstag bekamen die Beamten den entscheidenden Tipp, als Zeugen die beiden Häftlinge auf einem Baumwollfeld 14 Kilometer vom Gefängnis entfernt entdeckten. Kurios, zwei der Beamten, die die beiden Männer schließlich überwältigen, sind eigentlich auf der Suche nach ganz anderen Geflüchteten. Sie hatten durch den Polizeifunk von den verdächtigen Personen auf dem Baumwollfeld gehört und kurzerhand die Verfolgung aufgenommen. Minutenlang rennen mehrere Beamte hinter den zwei völlig ausgelaugten Häftlingen hinterher, setzen dann ihre Taser ein und nehmen die Männer fest. Beide sind mittlerweile wieder im Gefängnis. You good, Daddy? Okay. Give me the other arm. Give me the other arm. Give me the other arm. Bei Chabio handelt es sich um einen verurteilten Kinderschänder und Sexualtäter. Er wurde 2011 zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Harmon wurde 2012 wegen Kidnappings und Einbruchs sogar zu 100 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Behörden haben eine genaue Untersuchung des Falls angekündigt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.